Tolkiens Ring, sie alle zu knechten. Der Kreis, der Anulus, der Ring ist nicht ein Sphinkter, der ewig rotiert oder pulsiert, sondern der die implizite Aufforderung enthält, dass wenn der Ring nicht geschlossen wird und diese Kettenkreisabhängigkeit, aus der man nicht herauskommt, erfüllt wird, dass dann die Schleife abreißt und der Begehrenszugzwang sich nicht schließt, sodass man also schon zu Lebzeiten diese Labyrinthe ablaufen muss, von denen die Tobriander sprechen, wenn man nicht im Jenseits von der Megamoluskel gefressen werden will und aus dem Plan der Geschichte getilgt. Der Ring, der sich als Aufforderung, als Last, als schweres Gewicht auf die Brust legt, als Handschelle, als Gefängnisschloss und so weiter. So wie dieser Vogel gerade Rombi umkreist und der auch nicht heraus kann, immer weiter fliegen zu müssen. Und er läuft, der fliegt. Es ist eine Möwe. Die sich ihres Löwens erfreut, wenn sie sowas wie Freude kennen würde. Zum Glück kennt sie das nicht. Sondern vollzieht das einfach durch Handlung